Bei der letzten Film-News-Folge habe ich ja gefragt und um Abstimmung gebeten, ob ihr eine monatliche Vorschau über die kommenden Netflix Original Releases und auch Amazon Prime Video Starts spannend finden würdet. Und ihr habt mit über 90% mit Ja gestimmt und danke, dass auch Tausende dort direkt gewotet haben. Das zeigt natürlich, dass ihr Bock darauf habt und deswegen möchte ich das gerne umsetzen. Hab aber beim Recherchieren herausgefunden, dass es bei Amazon Prime Video gar nicht so einfach ist, verlässlich eine solche Aufstellung zu machen. Aber auf der anderen Seite es bei Netflix ganz gut geht, aber allein im Mai dort 20 Original Releases, also Sachen, die sie nicht nur einfach einkaufen und die von bekannten Filmen die Lizenzen nehmen und dann online stellen, sondern Eigenproduktion, die sie rausbringen. Deswegen ich jetzt erst einmal zum Antesten und Ausprobieren ein Video über die Netflix Original Releases im Mai 2018 machen möchte. So, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Es sind wie gesagt 20 verschiedenste Sachen, Dokus sind dabei, eine Menge Stand-Up ist dabei, Filme, aber eben auch Serien und deswegen habe ich beschlossen, gehen wir lieber chronologisch durch die Zeit. Ab dem 1. Mai 2018 bringt Netflix nämlich John Mulaney, Kid Gorgeous and Radio City raus. Stand-Up-Comedian, Schauspieler, Produzent und Autor. John Mulaney ist einer, der bekannt ist als Schreiber für Saturday Night Live und in seinem Programm hier redet er über die Kindheit, über das Älterwerden und wie wenig sinnvoll eigentlich sein Studium war. Das ist ab dem 1. Mai für alle diejenigen, die Stand-Up mögen. Ab dem 4. Mai geht es dann weiter mit einigen Produktionen, unter anderem Busted, eine Serie, eine Reality-Show aus Korea, in der immer wieder 7 Detektive in einzelnen Show-Elementen neue Rätsel lösen müssen. Die Trailer sehen echt ein bisschen freaky aus. Was da dahinter steckt, wird man dann sehen. Da kommt diese erste Staffel der Serie raus. Dann ebenfalls ab dem 4. Mai A Little Help with Carol Burnett. Staffel 1, eine comedyhafte Talkshow, in der unter anderem Stars oder auch normale Gäste zu Besuch sind, die Probleme haben. Aber der Witz ist, man hat auch Kinder zu Gast, deren Ehrlichkeit über die Menschenprobleme der Erwachsenenwelt ganz einfach hinwegschauen sollen und ganz klar die Tipps, wie man mit seinen Problemen umgehen soll. Also Kinder lösen die Probleme von Erwachsenen. In A Little Help with Carol Burnett. Dann Endgame, Endspiel, der deutsche Titel ist eine Dokumentation, die am 4. Mai bei Netflix rauskommt. Und die klingt schon recht hart, weil es ist die Geschichte von Krankenschwestern, von Ärzten und von todkranken Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden. Und diese Dokumentation wandelt eben auf diesem Grat von Leben und Tod und zeigt eben auch Menschen und ihre Gedanken über das Leben und über den Tod, der ihr bevorsteht, quasi in hospizähnlichen Situationen. Das könnte sehr, sehr hart werden anzuschauen. Endgame, Endspiel dann deutsch, die Doku ab dem 4. Mai, die rauskommt. Dann haben wir im Serienbereich einen Titel, der, glaube ich, relativ hochgehangen ist, der auch interessant klingt, nämlich The Rain, die erste Staffel. Startet ist die erste dänische Netflix-Original-Produktion. Und es ist die Geschichte in einer Welt, in der mit einem Regen ein Killer-Virus aufs Land gekommen ist und ein Großteil der Menschheit ausstirbt. Und es geht um 2 Geschwister, die 6 Jahre in einem Bunker verschanzt sind und wieder rausgehen in die Zivilisation und feststellen müssen, dass diese nahezu vollkommen vernichtet ist. Es gibt wenige Überlebende und es geht um eine Suche nach Überlebenszeichen. The Rain könnte definitiv interessant werden, muss ich absolut reinschauen. Und dann startet ab dem 4. Mai noch Annan, ein Film mit Clive Owen, mit Amanda Seyfried, ein Science-Fiction-Film. Thriller in einer Zukunft, in der der Mensch gläsern ist, alles überwacht wird, es gibt keine Privatsphäre, Erinnerungen werden gespeichert. Dementsprechend gibt es kaum irgendwelche Gewalttaten, irgendwelche Straftaten, aber auf einmal kommt es zu einer Mordserie und die ist natürlich selten, dass sowas überhaupt noch passiert. Und dann geht es um Sal Friedland, einem Detective, der eigentlich nicht viel zu tun hat in dieser Welt, der aber angesetzt wird auf genau diese Fälle mit Clive Owen und Amanda Seyfried. Mal gucken, was Annan dann kann. Und dann gibt es noch aus dem Stand-Up-Comedy-Bereich Danny DeBoone, Desaux de France, also Danny Boone, der bekannte französische Comedy-Star, hat dann ein eigenes Stand-Up-Comedy-Programm, auch was er dann auf Netflix veröffentlicht wird. Dann, ab dem 8. Mai hätten wir mit Hari Kondabolu Warn Your Relatives im Neptune Theater in Seattle gefilmte Stand-Up-Show, wieder für alle Stand-Up-Fans aus den USA, sei das hier angemerkt, während dann ab dem 10. Mai die erste Staffel von Save rauskommt. Ist ein Drama-Thriller-Serie aus US-französischer Co-Produktion und erzählt die Geschichte von Tom, der seine Frau vor einem Jahr verloren hat. Er lebt zusammen mit seinen beiden Kindern in einer gated community. Er ist also in einem geschützten Wohngebiet. Er ist Kinderchirurg und auf einmal verschwindet seine Tochter. Und er muss hinterfragen, was steckt dahinter und wem kann er vertrauen? Weil die Menschen, die angeblich seine besten Freunde sind, seine engsten Geliebten, die scheinen irgendwie Dreck am Stecken zu haben. Und deswegen irgendwo sich zwischen Drama und Thriller wiederfindend, dann Save ab dem 10. Mai. Ab dem 11. Mai hätten wir Evil Genius, eine 4-teilige Netflix-Dokumentationsserie, die sich rund um einen Bankraub von einem Pizzaboten im Jahr 2003
Pennsylvania beschäftigt, der eine Bombe um den Hals geschnallt hatte. Damals hieß der Fall Pizza Bomber heißt. Und es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem FBI, was hier mit einem Team, was hinter diesem diesen Überfall steckt, mit einem ständigen Hin und Her wohl ein sehr großer Fall in den USA gewesen sein soll, hier als Dokumentation aufgearbeitet. Und dann startet ebenfalls nach dem 11. Mai The Kissing Booth, eine Rom-Com, in der Elle ihren ersten Kuss hat mit dem tollsten Typen an der Highschool und dafür auch bereit ist, die Freundschaft zu ihrem besten Freund aufs Spiel zu setzen. All diese also Rom-Coms mögen und so ein bisschen Highschool-Teenie-haft, für die gibt es ab dem 11. Mai dann The Kissing Booth. Da startet dann übrigens ebenfalls auch wieder, startet dann ebenfalls noch Bill Nye rettet die Welt in der dritten Staffel mit 25 Folgen. Bill Nye ist quasi eine Art TV-Wissenschaftler, Moderator mit leicht komödiantischem Einschlag, der auf Alltagsprobleme, Alltagsfragen und große Behauptungen wissenschaftliche Ansätze hineinpackt und jetzt auch auf Netflix dann verfügbar und betrachtet eben dabei die Welt und ihre Probleme auf eine ganz witzige Art und Weise ebenfalls noch ab dem 11. Mai raus. Zwei Tage später gibt es da wieder im Stand-Up-Comedy-Bereich was Neues. Ab dem 13. Mai kommt Ali Wong, Hard Knock Wife. Wieder eine Stand-Up-Show, die im Toronto Winter Garden Theater gefilmt wurde. Ist das zweite Netflix-Original von ihr und erzählt dabei über das Leben als Mutter zwischen den Schwierigkeiten des Stillens, der Arbeit und die Familie zusammenzuhalten. Also für Stand-Up-Comedy-Fans auch hier der neue Nachschub. Ab dem 18. Mai startet sehr interessant Cargo, ein Film mit Martin Freeman, basierend auf einem Kurzfilm. Das ist die Geschichte von einem Vater und seiner Tochter, die im Grunde noch ein Baby ist, in Australien während einer Zombie-Apokalypse. Er wird gebissen. Er wird sich bald in einen Zombie verwandeln. Er versucht, einen sicheren Zufluchtsort für sie zu finden, solange er noch als Mensch agieren kann. Interessantes Grundszenario. Cargo kommt auf meine Liste, genauso wie Rain. Das sind somit die Sachen und diese Dokumentation über diese Hospizgeschichte, die mir sehr herausstechen von den Inhalten. Ab dem 18. Mai, also Cargo, würde ich mir anstreichen. Dann ab dem 22. Mai gibt es Tick in Notaro, Happy to be there, wieder Stand-Up-Comedy, ein Stand-Up-Comedy-Special gefilmt im Hyde Theater in Houston. Es geht um Ehe, es geht um Elternschaft und wie man es schafft, bei Ellen DeGeneres auf einer Party eingeladen zu werden. Ehe dann am 24. Mai von Forder die zweite Staffel folgt, eine Geschichte rund um einen israelischen Top-Agenten, die weiter erzählt wird. Wer hier die erste Staffel gesehen hat, wird sich wahrscheinlich dann freuen, dass es Nachschub gibt. Dann am 25. Mai gibt es wieder ein Stand-Up-Comedy-Special, das aber noch keine weiteren Infos hat. Das heißt, Steve Martin and Martin Short and Even You Will Forget For The Rest Of Your Life. Keine weiteren Infos dazu. Wiederum startet am gleichen Tag aber noch Ibiza, eine Komödie rund um eine junge Frau, die auf einer Geschäftsreise von ihren beiden besten Freundinnen überredet wird, einen Kurztrip nach Ibiza zu machen. Und dort kommt es zu einer abenteuerhaften Jagd nach einem bekannten DJ. Klingt jetzt nicht ganz so groß aufgezogen, aber mal gucken, was das dann wird, ehe wir dann am 27. Mai The Break with Michelle Wolf, eine Talkshow, die halbstündig sein soll und dann wöchentlich veröffentlicht wird, zu der auch noch nicht mehr Informationen bereitstand, im Netflix-Pressebereich herauskommt. Und am 30. Mai geht dann Unbreakable Kimmy Schmidt weiter in der vierten Staffel. Eine Comedy-Serie rund um eine Frau namens Kimmy, die 15 Jahre in einer Weltuntergangssekte gelebt hat und in New York versucht, ein ganz neues Leben anzufangen und vieles dabei auch lernen muss und anders sieht natürlich mit dieser Hintergrunderfahrung. Und damit sind wir quer durch den Mai von Netflix. 20 verschiedene Produktionen, 4 Stand-Up dabei, aber auch die ein oder andere interessante Doku-Serie in Neustadt und auch Filme an der Stelle, wo ich sagen muss, okay, da halte ich auf jeden Fall die Augen offen. Und deswegen bin ich gespannt, wie ihr das jetzt findet, eine solche Übersicht zu haben. Hilft euch das? Eher uninteressant. Ich persönlich muss sagen, beim Recherchieren, auch wenn man da viel hin und her recherchieren muss, ist es ganz gut, mal so einen Überblick zu haben, weil ich auch schon wieder spüre, hier wäre die eine oder andere Sache gewesen, wäre mir durch die Lappen gegangen, vor allem auch Busted, diese koreanische Detektivserie, das könnte skurriler Content werden, da muss ich definitiv mal reinschauen, wenn das dann rauskommt auf Netflix. So, ich bin gerne auf euer Feedback gespannt an dieser Stelle, worauf freut ihr euch, was seht ihr euch dann an der Stelle an, all dieses Feedback sammle ich gerne und ja, dann bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien und Dokus und Stand-Up-Comedy schauen im heimischen Fernseher.